Liebe Zuschauer, es sind unruhige Zeiten, auch, aber nicht nur an der Börse. Viel Volatilität sehen wir da. Wie kann man damit umgehen? Da schauen wir jetzt mal wieder auf die Welt der Megatrends. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Trendfolger Michael Proffe. Herr Proffe, Schönen guten Tag. welche Megatrends sehen Sie denn gerade in diesen doch ziemlich unruhigen Zeiten? Ja, erstmal grundsätzlich alle Megatrends, die es die letzten Jahre gab, sind eigentlich alle intakt geblieben. Die ganz großen Tech-Werte haben natürlich so richtig was auf die Mütze bekommen, ohne dass der Trend natürlich gebrochen ist. Aber es gibt natürlich auch Branchen, wo die Trends nicht gebrochen sind. Da gibt es zum Beispiel die Nahrungsmittelbranche. Da sind die Trends alle weiter intakt, also die sind nicht gebrochen und die Kurse sind nicht besonders eingebrochen. Das ist der Unterschied. In der Technologiebranche sind natürlich riesige Gewinne in den letzten Jahren aufgelaufen und da gab es natürlich teilweise sehr starke Kursabschläge. Andere Megatrendbranchen, so wie die in der Nahrungsmittelbranche, in der Logistik etc., da sind die Trends ebenfalls nicht gebrochen. Da sind viele Werte, stehen auf Allzeithoch oder sind in den letzten Monaten weitergelaufen. Also Sie sagen Nahrungsmittel. Wenn man ein bisschen spezifischer guckt, wie sieht es da gerade aus, zum Beispiel im Bereich, wenn man jetzt an Süßwaren, generell Schokolade denkt, so als Seelentröster, sehen wir das da gerade auch einen Trend? Ja, wenn man sich da die Trends anschaut, und da gibt es natürlich einen der ganz großen Namen auf dieser Welt, Lindt & Sprüngli aus der Schweiz, wenn man sich da die Entwicklung anschaut, ja, 30 Jahre lang 10.000% mit der Aktie gemacht. Es geht immer weiter aufwärts. Und auch aktuell ist es so, die Aktie hat kaum auf die aktuelle Krise reagiert. Warum? Wer gerne diese Schokolade von Lindt mag, gerade in Krisenzeiten, wenn es alles unreal wird und die Menschen nervös werden, dann wird doch mal ein Stückchen mehr gegessen. Denn Schokolade ist eine wunderbare Sache, die belohnt einen und das wird regelmäßig gemacht. Und wenn man hier in diesem 30-Jahre-Chart die ganzen Krisen dieser Welt sieht, dann haben die mal ab und zu mitreagiert. Auch damals bei der Finanzkrise ist es mit runtergegangen. Aber es geht natürlich kontinuierlich weiter nach oben. Alle, die Schokolade lieben, werden weiterhin Schokolade essen. Und dann müssen wir jetzt ja wissen, jetzt kommt ja die ganz interessante Jahreszeit. Jetzt kommt der Herbst und man mag es kaum sagen, aber in 3 Monaten ist schon Weihnachten. Und alle, die Schokolade lieben, werden auch weiterhin diese Schokolade konsumieren, selbst wenn sie etwas teurer werden sollte. Darauf will keiner verzichten. Ich persönlich auch nicht. Ja, aber das ist ja gerade eine spannende Frage. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen drauf schauen. Denn dass man jetzt gerade in der kälteren Jahreszeit und wenn es auf Weihnachten, die Adventszeit zugeht, eher zu Schokolade greift, ist eine Sache. Aber dann ist ja auch die Frage, greift man angesichts der hohen Inflation und der Furcht vor noch weiter steigenden Energiekosten eben für private Haushalte nicht vielleicht doch eher zu preisgünstigerer Schokolade? Ist da vielleicht bei höherpreisiger Schokolade in Zukunft doch eher Kaufzurückhaltung zu erwarten? Nein, das wird man definitiv nicht bei dieser Luxusschokolade sehen, weil das Klientel, sich diese Schokolade gönnt, wird auch weiterhin bei der Schokolade dabei bleiben. Es gibt natürlich viele, viele Schokoladen auf dieser Welt und wo man einsparen kann, aber das Klientel, was sich bei Lindt & Sprüngli bedient, das wird weiterhin Lindt & Sprüngli treu bleiben. Und die höheren Preise, die Lindt & Sprüngli natürlich auch umsetzen muss, wegen der höheren Energiepreise etc., das sind die Kunden, die dort diese hochpreisige Schokolade kaufen, gewohnt, dass sie auch höhere Preise bedienen. Also da werden wir kein Nachlassen erleben. Also da sagen Sie, sehen wir kein Nachlassen. Schauen wir auf einen weiteren Wert. Blicken wir in die USA. Da sieht man ja auch bei der Aktie von Hershey einen ziemlichen Anstieg. Geht das aus Ihrer Sicht dann dementsprechend auch so weiter? Ja, das ist definitiv der Fall, weil es ist nun mal so, dass die Leute, wenn das Leben ein bisschen kritischer wird etc., greift man doch eher zu süßen Sachen. Ob das nun die süßen Getränke sind, ob das, wie gesagt, bei Coca-Cola oder so, man trinkt dann etwas mehr oder man trinkt mehr Kaffee. Und so ist es mit den Süßigkeiten genauso. Man greift doch lieber mal schneller im Regal zu etwas Süßes. Das ist etwas unglaublich Menschliches. Weil die Schokolade, der Süßstoff, einen natürlich befriedigt in dem Moment. Und das sehen wir hier auch in der USA. USA ist ja ein riesiges, süßes Land, wenn man das so sagen darf. Die Aktie seit 33 Jahren geht immer nur nach oben. Und selbst in den letzten 12 Monaten hat die Aktie 30% zugelegt. Und dieses Tempo wird weiterhin so bestehen bleiben. Hier gibt es alle möglichen Süßigkeiten. Einige in Deutschland bekannt, so wie zum Beispiel Rolo oder KitKat. Und das sind nur zwei große Markennamen. Aber alles, was mit Süßigkeiten zu tun hat, auch mit Süßigkeiten, Schokolade im Kuchen etc., das kommt alles von diesem ganz großen Konzern.
Und es ist nun mal so, in der dunkleren Jahreszeit, die jetzt kommt, wird da ab wesentlich mehr zugegriffen. Und denn, wie gesagt, es kommen die ganzen Feiertage, es kommt Weihnachten etc. Davon werden diese Unternehmen weiter profitieren. Und solange die Welt so unruhig sind und die Menschen nicht wissen, wie es irgendwie weitergehen soll, und selbst wenn die Strompreise, die Energiepreise, das Haushaltsetat runterziehen, dann greifen die Leute doch eher zu diesen Süßigkeiten, weil das gibt es eine kurzfristige gewisse Befriedigung und das mag dann halt jeder. Also Süßigkeiten auf jeden Fall, merkt man in dem Gespräch für die kalte Jahreszeit. Ich werde gleich mal schauen, was wir gerade so im Büro rumliegen haben. Aber am Schluss noch die Frage, wie sind Sie jetzt gerade auf die zwei Werte gekommen? Also warum jetzt dann gerade Lindt & Sprüngli und Hershey als Megatrend? Ja, zum einen, weil ich selber Lindt & Sprüngli seit Jahrzehnten konsumiere, weil ich ein absoluter Fan von der Schokolade bin und weil ich natürlich diesen Megatrends in dem Bereich Süßigkeiten seit Jahrzehnten schon verfolge, weltweit, wie sich das so entwickelt. Und wir kennen die ganze Thematik auch, zu viel Süßstoff ist nicht gut, zu viel Süßigkeiten etc. Und immer die Frage, wie der leiden dann diese Unternehmen darunter? Und da muss ich immer wieder sagen, nein, selbst wenn die Leute eine gewisse Kaufzurückhaltung haben, die Weltbevölkerung wächst kontinuierlich. Und das wird alles kompensiert. Also Süßigkeiten auf der Welt gehen immer. Gehen immer, das lasse ich als Schlusswort absolut gerne stehen, Herr Proffe. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuschauer, das war unser Ausflug in die Welt der Megatrends. Heute mal der Blick auf Süßigkeiten, vor allem Schokolade als Megatrend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.